Im heutigen Video haben wir alle 300 Skins in Brawl Stars und schauen uns an, welcher Skin ist der beste und der schlechteste für jeden Brawler. Du kannst den neuen Dr. Edgar Skin schon vor allen anderen gratis bekommen. Dafür musst du einfach nur dieses Video liken und meinen Kanal abonnieren. Dann musst du ganz rechts in den Shop gehen und dort meinen Creator Code eintragen, Jonas, und musst dann dein Spielerkürzel in die Kommentare schreiben. Viel Erfolg! Und wir legen direkt los mit Shelly. Auf diesem Account habe ich übrigens auch direkt alle neuen Skins drauf. Ich würde sagen, auf geht's, ich zeige euch immer zuerst den schlechtesten Skin aus meiner Sicht und dann den besten. Auf geht's, das hier sind alle Shelly Skins, einmal in der schnellen Übersicht. Okay. Am schlechtesten finde ich den Bandita Shelly Skin, der sieht relativ normal zur normalen Shelly aus, hat so eine Pistole und so einen Western-Style. Und am besten finde ich Prinzessin Shelly mit dem Froschkönig als Pistole und so einer Krone auf dem Kopf und ihre Schuhe hat sie in der Hand. Als nächstes haben wir Nita und hier die Skins einmal im Schnelldurchlauf wieder. Sehen alle auf jeden Fall sehr, sehr cool und speziell aus. Am schlechtesten finde ich Panda Nita, der ist einfach schwarz-weiß und ist nicht ganz so speziell wie die anderen. Und am besten finde ich den relativ neuen Nian-Nita-Skin aus der Powerliga. Der sieht saukrass, auch mit diesem Bären, der wie so ein Drache, glaube ich, geformt ist, oder wie so ein mystisches Wesen. Dann kommen wir zu Cold und hier haben wir diese Skins hier. Okay, ey, der hat echt eine ganze Menge Skins, ne? Da sehen wir es nochmal einmal im Schnelldurchlauf. Das hier ist für mich der schlechteste Cold-Skin. Gesetzesloser Cold, den kriegt ihr für ein paar Star-Punkte im Shop, 500, glaube ich. Der sieht einfach langweilig aus. Und am besten finde ich den Revolverheld-Cold-Skin. Der ist, finde ich, für den besten Skin immer noch gar nicht mal so krass, aber sieht cool aus mit diesem Mantel und dem Hut. Am 5. März um 18 Uhr bringe ich endlich wieder meinen eigenen Merch raus. In dem Paket findet ihr ein Hoodie oder ein T-Shirt, dazu einen Turnbeutel, eine handsignierte Autogrammkarte und ein Zuschauer gewinnt ein Ticket für ein großes Event, was ich bald ankündigen werde. Schaut dazu gerne auf jojonas.shop vorbei. Wir kommen zu Bull und hier haben wir diese ganzen Skins hier. Auf geht's. Und wir haben am Ende auch einen neuen Skin, und zwar den Löwe-Bull. Den können wir uns hier gerade nochmal anschauen. Der faucht hier so rum und ist einfach so ein Löwe. Am schlechtesten finde ich den Quarterback-Bull, heißt der. Das ist einfach so ein roter Bull. Er ist trotzdem ganz cool, aber es gibt halt krassere Skins. Aber hat so einen Ball auch in der Hand. Und am besten finde ich, glaube ich, echt den neuen Löwen-Bull-Skin. Der sieht echt krass aus. Hat auch so eine Pistole in der Hand, die so einen Schädel darstellt. Hier kommt zu Jesse. Haben wir eine ganze Menge Skins. Hier einmal im Schnelldurchlauf wieder. Okay. Ich glaube, am schlechtesten finde ich noch Drachenritterin Jesse. Da kann man sich aber echt drüber streiten. Ne? Die sind alle sehr, sehr cool, finde ich. Mit so einem Helm und so einem Drachen ist trotzdem geil. Und am besten finde ich dann Sommer-Advent Jesse. Die hat so eine Wasserpistole und verschießt mit ihrer Ente so Wasserschüsse. Finde ich sehr gut gemacht. Bei Brock haben wir diese ganzen Skins hier im Schnelldurchlauf. Alter, Brock hat auch einiges. Am schlechtesten finde ich, glaube ich, den Brock-Dancer. Der ist ja einfach nur so ein Brock mit einer Maschine, die. Ja, so eine Musikmaschine. Ja. Und am besten natürlich den Löwentänzer Brock. Der ist richtig schön golden, geil rot mit so einer Kappe drauf. Den finde ich, glaube ich, am besten. Wir haben Dynamike, der hat den Mike Nachtsmann, Chili Koch, Robo Mike, Coach Mike, Page Mike, PSG Mike, Stargold Mike, Star Silver Mike und klassischer Dynamike. Meine Güte. Ich glaube, ich finde echt den klassischen Dynamike noch am schlechtesten, ist aber wirklich Geschmackssache, weil den auch wirklich alle haben, weil es ihn damals als gratis Geschenk gab und er jetzt auch nicht so krass aussieht. Aber er sieht trotzdem witzig aus in dem Fass hinten drauf. Und am besten natürlich Robo Mike, ne? Der sieht völlig aus wie ein anderer Brawler, so ein Roboter mit so einem Küken oben drauf. Der ist krass. Wir kommen zu Bow und einem weiteren neuen Skin. Mecha Bow, Licht Mecha, Gold Mecha, Horus Bow, Unterwelt, Krieger, Stargold, Star Silber, Hohoho und Vespa Bow. Und der ist neu. Oh mein Gott, mit so einem Bienending hinten drauf. Mit so einer Wespen- oder Bienenverkleidung und so einem richtig krassen Helm. Am schlechtesten finde ich den Kriegerbau. Der sieht aus wie ein relativ normaler Bau, würde ich sagen. Mit schöner Bemalung geht krasser. Ohne gab ihn auch in der Challenge zu gewinnen. Und am besten finde ich, glaube ich, immer noch Goldmecha-Bau. Das ist so ein goldener Roboter. Das ist schon sehr krass. Bei Tick haben wir kaum Skins. Es war nur Krabbenkönig, Star Gold und Star Silber. Das schlechteste ist der Silberskin. Normalerweise nehme ich die Silberskins nicht rein und die Goldskins, aber in dem Fall gibt es ja kaum Skins. Und der beste ist natürlich Krabbenkönig mit dem Krabbenkopf. Bei 8-Bit haben wir Classic, Virus, Saloon, Star Silber und Star Gold. Am schlechtesten ist der Classic-Skin. Der ist auch sau günstig und der sieht eigentlich aus wie ein normaler 8-Bit. Und am besten ist natürlich der Virus 8-Bit. Das ist absolut krass. Mit so ganz krassen Beinen. Der ist grün und sieht aus wie ein Virus. Bei Ems haben wir College-Studentin, Star Gold, Star Silber und Superfan. Ziemlich einfach. Schlechteste ist die College-Studentin. Ne, muss man sagen, finde ich langweilig. Ist halt einfach nichts Besonderes mit so einem Rock. Und der beste ist der Superfan-M-Skin, aber den finde ich auch gar nicht mal so krass. Für den M-Skin aber echt bessere Skins gebrauchen. Der hat sich so ein paar Fan-Utensilien an sich. Stu hat nur zwei Skins, ist der Superstar und Schmustu. Und der schlechteste ist davon, würde ich sagen, Superstar. Der ist eigentlich ganz cool, ist so ein weißer Stu, aber sieht relativ wie ein normaler Stu aus. Und der Schmustu, ich finde, der sieht auch nicht so krass aus eigentlich, ehrlich gesagt. Aber es hat immer ein bisschen cooler Verkleidung halt, ne? Bei Boxer haben wir El Rudo, El Rey, El Brown, Star Gold, Star Silber, El Atomico, El Dragon, El Dragon Verdoso, El Tigro und El Corazon. Und der schlechteste davon ist für mich El Corazon. Der, weiß nicht,
Der sieht jetzt nicht so special aus zum Valentinstag. Und am krassesten finde ich, glaube ich, Eldragon Verdoso, also den grünen Drachen. Wie der schon abgeht, ne? Der sieht echt krass aus wie so ein Drache mit Flügeln. Der ist schon am coolsten, würde ich sagen. Wir haben Barley mit dem goldenen, dem Magier, dem Ahorn Barley. Ist roter Magier, Star Gold, Star Silber, Einhorn und Kung Fu Master Barley, noch relativ neu. Ist geschmackssächlich für den goldenen Barley, glaube ich, am schlechtesten. Der ist halt so golden und da finde ich den Magier sogar noch cooler, weil er noch krassere Angriffe hat. Und ich glaube, ich finde den Einhornritter Barley sogar am besten. Das ist aber wirklich schwer zu sagen, weil auch echt so richtig bunte und krasse Angriffe hat auch so ein Einhorn als Wurf. Wir haben Poco mit dem Serenadensänger. Piraten, Poco Star, Loco Poco und Gold und Silber. Ich glaube, ich finde echt den Poco Star am schlechtesten. Der hat nur so eine Kappe auf, ist blau und ist langweilig, finde ich. Und am besten ist auf jeden Fall der Loco Poco. Das ist so ein Rockstar-Poco-Sänger, der hat auch richtig krasse bunte Angriffe. Dann haben wir die Boxerin mit einem neuen Skin. Und zwar Whirlwind, Kokosnuss, Major Rosa, Star Gold, Star Silber und die Gottesanbeterin Rosa. Da sehen wir sie zum ersten Mal, oder ich hoffe, wir sehen sie zum ersten Mal im Spiel. Übel krass. Also es ist wie so ein Insekt, ne? Mit so Klauen und auch den großen Augen da oben drauf aufgenäht. Am schlechtesten finde ich Major Rosa heißt die wahrscheinlich. Das soll so eine Militärführerin sein, oder? Glaube ich. Mit so Boxhandschuhen und so einem Kasten. Ich weiß nicht genau, aber sieht nicht so spannend aus, so eine Kämpferin. Und ich glaube, ich finde echt die Gottesanbeterin am besten, würde ich sagen. Ja, ist für mich der beste Skin. Oh mein Gott, Rico hat auch richtig viele Skins. Und zwar den reichen Rico Popcorn, Ricochet, Wächter, Star Gold, Star Silber und den Leuchtkäfer Rico. Ich glaube, am schlechtesten ist Ricochet. Den gab es auch als Geschenk. Der ist sehr dünn und sieht aus wie der alte Rico. Das ist nicht so special. Aber am besten finde ich sogar den Leuchtkäfer Rico. Der ist halt übel heftig, ne, mit diesem Käfer, er kann einfach fliegen und alle dachten auch, dass es der neue Brawler wäre am Anfang, weil er einfach so krass ist da. Und auch innen drin fliegen so kleine Bienen oder Fliegen drin. Bei Daryl haben wir Dimsim, Maskottchen, Star Gold, Star Silber, D4, R1 und Megabox Daryl. Am schlechtesten finde ich Dimsim Daryl, der verschießt so Sojasauce, ist nicht so special. Und ich finde immer noch Megabox Daryl, glaube ich, am krassesten. Einfach eine Megabox, die rollen kann, das ist echt cool gemacht. Bei Penny haben wir Helferlein, Häschen, dunkles Häschen, Schmugglerin, Star Gold und Star Silber. Ich glaube, ich finde Häschen Penny am langweiligsten, ich mag einfach diese Häschen. Kostüme nicht. Soweit die verschießt, glaube ich, auch so Ursta, der Mortar. Aber am besten finde ich, glaube ich, Schmugglerin Penny immer noch. Die kann halt auch richtig krasse goldene Schüsse über den Minen einfach verschießen. Bei Karl haben wir den Schweinereiter Karl, Leonard, Kapitän, Schwarzufer, Super, Stargold und Star Silber Karl. Ich glaube, am schlechtesten finde ich echt den Leonard Karl. Der verschießt so Pilze, könnte krasser sein. Und am besten finde ich den Surfer Karl. Der hat so ein krasses Surf-Bread, nice, und kann darauf halt. Ja, doch, so krasse Wasserangriffe, der ist am krassesten. Bei Jackie haben wir Konstrukteurin, Ultrafighterin, Jetski, Geschenkexpress, Star Gold und Star Silber. Ja, also Konstrukteurin Jackie sieht aus wie die normale Jackie, finde ich halt nur als Bauarbeiterin. Und am besten ist auf jeden Fall Geschenkexpress Jackie, die ist saucool, die hat auch so Zuckerstangen und so einen krassen Bohrer. Bei Piper haben wir Pinke Piper, Calavera, Liebesbotin, Star Gold, Star Silber, Choco Piper und Mondlicht Piper. Also ich glaube, Pinke Piper, ne, ist glaube ich obvious, die ist halt einfach pink, ne, mehr nicht. Und der beste Skin ist natürlich Mondlicht Piper. Sieht ein bisschen aus wie so eine Fee und hat auch echt krasse Schüsse. Wir haben Pam mit Poolprinzessin Pam, Bösekönigin, Star Gold und Star Silber. Am schlechtesten finde ich Poolprinzessin Pam, ist trotzdem eigentlich ganz cool. Aber Bösekönigin Pam ist unschlagbar mit dem Drachen und dieser krassen Station. Bei Frank haben wir Höhlenmensch, DJ, Star Gold, Star Silber und den Weihnachtsfeier Frank. Am schlechtesten finde ich, glaube ich, DJ Frank, weil der. Ja, ist so ein DJ mit einem Helm, das geht krasser. Und am besten den Weihnachtsfeierfeind. Hat so eine Lampe noch auf seinem Kopf und schlägt mit einem Tannenbaum auf dich ein. Bei Bibi haben wir auch inzwischen viele Skins. Und zwar Heldin Bibi, Zombie-Bibi, Verbrecherin, böse Bibi, Star Gold und Star Silber. Ich glaube, am schlechtesten finde ich die böse Bibi. Die sieht einfach aus wie eine Bibi mit Maske, ich weiß nicht. Und am krassesten finde ich immer noch Zombie-Bibi. Die sieht aus wie so ein Zombie und hat auch eine richtig krasse Zombie-Geistblase. Bei Bibi haben wir Marienkäfer. Megakäfer, Nekobi, Goldnekobi, Erzschurkenbi, Stargold und Star Silber. Ich glaube, ich finde echt den Erzschurkenbi noch am langweiligsten. Der ist halt einfach nur schwarz-weiß. Und am besten finde ich natürlich den Megakäferbi. Das ist ein riesiger Käfer als Bi. Bei Nani haben wir Retro-Nani, Sally-Nani, Stargold und Star Silber-Nani. Ist ziemlich einfach. Am schlechtesten finde ich den Retro-Nani. Das ist ähnlich wie der Retro 8-Bit oder wie der auch hieß. Danke nochmal für das Abo. Und dann den Sally-Nani-Skin. Den finde ich am besten. Aber ich finde, nein, ihr könnt auch mal ein paar bessere Skins vertragen. Jetzt haben wir Edgar. Und dort haben wir zwei richtig krasse neue Skins. Pistolero Edgar, kennt jeder. Dann Orochi Edgar und Dr. Edgar. Das sind halt beide so krass. Ich muss kurz mal zeigen. Ne? Hier Orochi Edgar ist der hier und Dr. Edgar. Ist der neue Skin, den ihr auch unter diesem Video gewinnen könnt. Nicht vergessen. Ihr müsst einfach liken, abonnieren, Creator-Code Jonas eingeben und in ja, eure Spiele kurz in die Kommentare schreiben. Also am schlechtesten ist der Pistolero Edgar. Der ist im Vergleich noch langweilig. Ey, und jetzt ist es echt schwer. Ich glaube, ich finde den Orochi Edgar noch einen Ticken cooler, würde ich sagen, mit diesen Schlangen. Bei Griff haben wir nur einen Skin, wie langweilig. Und seinen Schlittenfahrer Griff, der ist am besten und halt auch am schlechtesten. Ne? Auch Grom hat ja nur einen Skin, und zwar nur Häschen Grom.
Ja, der ist auch am besten und am schlechtesten. Wir kommen zu den mythischen Brawlern mit Mortis. Wir haben Zylinderträger, Nachttexte, Schurke, Star Gold mit Zylinder und ohne Zylinder jeweils. Oh mein Gott, wie viele sind das bitte? Und der Strandgänger Mortis. Den finde ich auch am langweiligsten. Das ist einfach nur Mortis mit so einer Schaufel, ne? Und am besten natürlich der Schurke Mortis. Der kann auch so Sandstimme schießen. Das ist richtig geil. Bei Tara haben wir Iris Tara, Straßenninja, Star Gold, Star Silber und Banditin. Am schlechtesten ist Iris Tara, die ist einfach nur blau. Und am besten würde ich sagen, ist Banditin Tara mit dem Hut. Bei Jean haben wir Pirat Jean, böser Jean, Star Gold und Star Silber. Ziemlich einfach. Das schlechteste ist Pirat Jean, würde ich sagen, ne? Mit diesem, der Wunderlampe da, mit dem Piratenhut. Und am besten ist der böse Jean, mein erster 1000er Brawler auch gewesen. Bei Max haben wir GT Max, Streetwear, Coney, Hermes, Star Gold, Star Silber. GT Max ist ein weiterer Skin, den ich am schlechtesten finde, weil er einfach nur so eine andere Farbe hat. Da gibt es echt einige von. Und ich glaube, am besten finde ich Hermes Max. Ist schwer zu sagen, ne? Das ist ein Götterbote auch aus der griechischen Mythologie. Glaube ich zumindest. Also passt eigentlich auch sehr geil. Mr. P hat einen weiteren neuen Skin. Und zwar außer Agent P und Star Gold, Star Silber jetzt auch den Mr. Fly Skin. Den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Der schlechteste Skin ist natürlich Agent P. Der ist trotzdem ganz cool mit der Sonnenbrille und so weiter. Aber am besten ist natürlich Mr. Fly. Der ist richtig krass. Seht euch das an. Der verwandelt sich in so eine Fliege. Da ist auch Lukas richtig ausgerastet, als er mir das erzählt hat. Auch Sprout bekommt einen neuen Skin. Wir haben tropischen Sprout, Astronaut Sprout, Smaragdprinz, Rubinprinz und Star Gold, Star Silber noch kurz. Genau. Aber vor allem die Giftpflanze Sprout, die ist einfach so halb tot, weil sie vergiftet wurde. Perfekt. Steht die gar nicht mehr auf? Nee, ich glaube nicht. Ich finde sogar, glaube ich, die neue Giftpflanze Sprout am schlechtesten. Obwohl, ja, ich weiß nicht, hat einfach etwas andere Farbe der Angriff nur. Und am besten finde ich Rubinprinz Sprout, der kann auch so Schwerter verschießen, sieht echt wie so ein krasser Prinz aus. Byron hat nur einen Skin und zwar den Magier Byron aus der Powerliga, der ist aber eigentlich ganz cool, finde ich. Und auch Squeak hat nur Kartoffelsqueak. Wir kommen zu Spike und damit zu Sakura Spike, Robo, maskierter Spike, Dunkler Lord Spike, Star Gold und Star Silber. Ja, am schlechtesten finde ich den maskierten Spike, obwohl es ganz witzig ist, weil die Masken immer den Brawler wechseln. Und am besten logischerweise den dunklen Lord Spike, seht euch das an. Na, das ist, glaube ich, gar keine Diskussion, das ist ein absolut heftiger Skin. Crow hat den weißen Crow, den Phoenix Crow, Mecha Crow, Goldmecker, Machtmecker, weißer Gold, Stargold, Star Silber, Star Gold, ich bin schon verwirrt, und Captain Crow. Ja, am schlechtesten finde ich den weißen Crow. Das ist einfach nur Crow und Weiß wieder. Und ich glaube sogar Phoenix Crow am besten. Der ist halt ein Phoenix, so ein riesiger Feuervogel. Und er kann auch Gegner verbrennen, dass sie so eine brennende Animation haben. Das finde ich sehr geil bei dem Skin. Mein Lieblingsbrawler Leon hat Haifisch, Werwolf, Sally, Gold, Silber und Dino. Am schlechtesten finde ich, glaube ich, echt Sally. Der verschießt auch so Eier. Ich finde ihn gar nicht mal so cool. Und am besten finde ich, glaube ich, Werwolf Leon, aber ich finde auch den Dino Leon sehr krass. Ich fühle mich damit zwischen den beiden immer sehr schwer. Bei Sandy haben wir Schläfriger Sandy, Zuckerfreak, Laternen Sandy, Star Gold, Star Silber. Ja, Schläfriger Sandy ist wirklich schläfrig, der ist einfach nur blau nämlich. Aber Laternen Sandy ist übel krass, sie hat eine richtig heftige Ult und hat so eine goldene Laterne einfach auf ihrem Kopf. Amber hat eigentlich nur den Amber de la Vega Skin und Star Gold und Star Silber, ne? Der langweiligste würde ich sagen noch der Silber Skin und der beste ist halt Amber de la Vega. Das ist halt so ein Superhelden Amber Skin, ne? Der ist echt ganz cool. Mac hat ihren ersten Skin und zwar Käfer Mac. Der ist echt cool, das ist ein riesiger Käfer, das ist ein... Würde ich sagen, einer der besten Skins sogar im Spiel wird, weil der Käfer, wenn sie ihre Ult hat, ist echt krass. Ansonsten ist es nicht so krass, aber der Käfer ist krass. Bei Gale haben wir Händler Gale, Nussknacker Gale, Silber, Gold und Squeakbuster Gale. Am schlechtesten finde ich auch den Händler Gale vom ersten Brawl Pass damals, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Das war echt cool, trotzdem ganz cool mit so einer Schlange und dem Händler Gale. Und den Squeakbuster Gale finde ich echt geil. Der hat so einen Geist, den er einfängt, ne? Das ist ein Geisterjäger. Bei Search haben wir Mecha Paladin, DIY Search, Kong und Star Gold, Star Silber. Ich glaube, am schlechtesten finde ich noch DIY Search, obwohl der eigentlich auch ganz cool ist. Der ist so aus Plastikflaschen und Kartons zusammengebastelt worden. Und am besten den Search Kong Skin, der hat einfach eine Banane zum Kämpfen. Bei Colette haben wir Trixie Colette, Navigatorin, Gladiatorin, Gold und Silber. Ich glaube, ich finde echt noch Navigatorin am langweiligsten. Die sieht auch gar nicht mal so krass aus, aber schießt so Space Herzen. Und am besten finde ich echt die Gladiatorin. Die ist echt cool gelungen mit so einem Gladiatorenhelm und so einem Schild. Lou hat König Lou, Romantiker, Burger, Gold und Silber. Das ist echt schwer, aber am schlechtesten finde ich, glaube ich, noch den König Lou mit dem goldenen Eier, wo der auch ganz cool ist. Und am besten finde ich halt Burger Lou, ne? Ist halt einfach ein Burger als Lou. Das ist geil gemacht. Bei Colonel Ruffs haben wir Marshall Ruffs. Marshall Ruffs ist das. Dann Ronin Ruffs, Gold und Silber. Ich finde alle Skins nicht so geil. Ich würde eher noch sagen, Marshall Ruffs als schlechtesten und dann Ronin Ruffs als besten Skin. Ich finde aber echt alle nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Bei Bell haben wir den Bell Goldhand und den Bay. Nee, wie heißt der? Efeu-Banditin Bell Skin. Okay, wir machen es ganz kurz, ne? Ich finde Bell Goldhand schon deutlich schlechter und den finde ich krass, diesen neuen Skin. Die holt auch einfach so eine krasse. Die lässt die Pistole einfach wachsen, ne? Das sieht übel geil aus. Und sieht richtig krass aus mit ihren Fühlern auch. Bass hat den Bass-Bass-Skin, den goldenen und den silbernen. Den silbernen finde ich am schlechtesten und ganz einfach den Bass-Bass-Skin am besten. Ich finde ihn aber gar nicht mal so krass mit diesem Hund. Bei Ash haben wir nur den Ninja-Ash-Skin. Der ist aber eigentlich ganz cool, finde ich. Der ist so ein Ninja als Mülltonne verkleidet. Und wir haben Rebelle Lola.
Ich finde den Skin gar nicht mal so special, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Furiosa Fang dagegen ist auch nicht so krass. Wobei, es sieht eigentlich ganz cool aus mit den weißen Haaren. Und als letztes haben wir den neuen Brawler Eve mit dem stacheligen Eve-Skin. Ist jetzt nichts so Besonderes, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Nicht vergessen, wenn ihr Dr. Edgar gewinnen wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Deswegen vielen Dank für den Support. Schaut auch gerne im Abspann vorbei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und ja, ciao.